Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Minecraft-Mod-Tutorial. Heute stelle ich euch den Minecraft-Turret-Mod vor. Dann habt ihr eine Kiste und auf diese Kiste könnt ihr ein Geschütz aufbauen. Und über dieses Geschütz könnt ihr eben halt dann Napalm-Bomben schießen oder normale Bomben, schwere Kanonen, Kugeln. Und eben halt alles Mögliche. Ihr könnt auch Pfeile damit schießen. Und TNT vor allen Dingen. Ja, das ist richtig cool. ja. Dann fange ich mal eben an. Also hier habt ihr dann die Internetseite mit dem Turret Mod. Da geht ihr mal einfach auf Download. So, einen kurzen Moment warten. Speichern. Downloadliste anzeigen. Da haben wir den. Downloads. Liste löschen. So. Dann braucht ihr noch unbedingt den Modloader. Link auch in der Beschreibung. Da. Hier für 1.2.5. Download bei Elfly. Also ich finde das die vertrauenswürdigste Seite. Sekunden warten. Und Werbung überspringen. Speichern. Das mache ich eigentlich immer so. Und jetzt könnt ihr schon wieder den Browser schließen. Dann habt ihr jetzt die ganzen Sachen hier. Also einmal Modloader, True Mod und Too Many Items. Dann geht ihr hier auf Ausführen. Und dort gebt ihr Prozent App Data Prozent ein. Dann findet ihr den Punkt Minecraft Ordner, die Bin-Datei. Rechtsklick, öffne mit. WinRAR. Und so. Okay, dann öffnen die Modloader. So, alles nehmen und in die Minecraft.jar-Datei reinkopieren. So, dann könnt ihr Modloader schon wieder schließen. Dann öffnen wir den Turret Mod. Hier. Und auch wieder. Einfach alles rein. Ja. So. Ach, und einen Moment, damit man die Sachen nicht immer so craften muss, habe ich nochmal hier extra Too Many Items. Das macht, dass es mal ein bisschen schneller geht. Rezept zeige ich euch nachher auch nochmal eben. Kopiert einfach Minecraft.jar auch so einfach einfügen. So, und alles wieder schließen. Minecraft öffnen. Ja. Okay, und dann los, ne? Kein Black Screen, das würde ich jetzt schon mal gut deuten. Und fertig. Und wie ihr seht, meine Maus spinnt leider immer noch so. Wie auch in den anderen Videos überall. Ja. Mal gucken. Ich habe hier schon mal extra eine neue Welt angefangen für euch. Ja. Oh, ein Dorf. Ja. Ah. Ja, meine Maus spinnt einfach sehr, ich weiß. Okay, dann habt ihr jetzt die ganzen Sachen. Dort ist eine Turret Inventory. Das braucht ihr einmal. Dann einmal diese Turret. Also das ist das Geschütz, was oben nachher da drauf kommt. Und ein bisschen TNT wäre auch nicht schlecht, ne? Dann einmal die Blocks platzieren. Die Box. Dann das drauf. Einmal auf die Kiste, das da rein. Oh. Nein! So, jetzt nervt er wenigstens nicht. Ah. Falls irgendjemand eine Idee hat, wie ich dieses doofe Problem mit der Maus wegkriege, wäre ich euch ziemlich dankbar. So, dann habt ihr, dann seid ihr jetzt hier drin und dann könnt ihr mit so schießen. Ja. Und wenn ihr genau berechnen wollt, das kann man natürlich eben auch, wo die Munition. Oh, die Maus gleitet nicht mehr so. Dann kann man. Na egal, das kann ich euch leider nicht zeigen. Schon gar nicht erst mit dieser Maus. Könnt ihr nochmal nach oben weiter schießen. Ja. So, nach unten. Ja, ich weiß, es war sehr dumm.
Ja. So, dann. Es tut mir auch wirklich sehr leid, aber ich kann das jetzt mal einfach nicht so craften mit meiner Maus. Okay, peinlich. Geschlossenes Lager, sehr peinlich. So, oh, einfach mal einmal öffnen. Dann braucht ihr als erstes Holz. Das craftet ihr dann so. Dann noch einmal Holz. Dann brauche ich einmal Gold. Dann könnt ihr es so craften. Dann habt ihr schon mal dieses obere Geschützteil. Danach braucht ihr dann die Box. Die würdet ihr euch dann. Wo ist denn Eisen? Da. Einmal so craften. Und fertig. Dann hättet ihr erstmal die ganzen wichtigsten Sachen. Ich kann mal probieren. Probieren, ja, ist klar. Ob ich das trotzdem nochmal hinbekomme. Einen Moment. Entschuldigt. So, dann habe ich mal die Turret-Box. So, jo. Ja, dann viel Spaß und dann sehen wir uns in meinem nächsten Minecraft-Mod-Tutorial. Ja, viel Spaß und ein Abo wäre auch nicht schlecht, ne? Tschüss!